So Leute, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Ich dachte mir, in diesem Part machen wir nicht wieder die Hauptmission, sondern ein bisschen was off-topic. Nee, off-topic kann man nicht sagen. Sondern einfach mal was anderes, was nicht zur Hauptstory gehört. Und was das sein wird, werdet ihr bald sehen. Es sind keine Nebenmissionen in dem Sinne, aber wir haben schon mal was in der Art gemacht. Wir machen nämlich den... Ach ja, übrigens, das heißt hier, wir haben eine Wohnung in Central und nicht in Aberdeen, aber egal. Wir machen hier den Martial Arts Club in North Point. Wir haben ja den in Aberdeen schon gemacht. Und dann dachte ich mir, machen wir auch gleich mal den in North Point. Wird sicher interessant, aber ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der ich hoffentlich gewachsen bin. Wir werden es ja bald sehen. Ist ja hier in der Nähe, so. Jetzt nur noch hier ein bisschen in die, hier irgendwo rein. Ja, hier komme ich rein. Gut. So, da ist der Typ schon. Der will wohl. Ja, ich überlebe sogar mehr als ein paar Runden. Die werde ich aber nicht verlieren, sondern ich werde sie deinen Knaben aus der Fresse hauen und ihn in den Arsch. Nur einmal? Ist er dafür besonders stark oder? Oh ja. Oh, nee. Hä? Mal schauen. Was zur Hölle? Das ist doch ein Witz, das war Runde 1. Jetzt zwei Lappen in Runde 2. Okay. Mal schauen. Muss ich mal sagen. Okay, ich will die Fresse nicht wieder zu voll. Voll nehmen, aber. Die sind echt, die sind viel leichter als die in Aberdeen. Hallo? Was ist los? Wieso sind die... Wahrscheinlich ist diese Martial Arts Cup einfach ein bisschen schwächer als der in Aberdeen. Kann ja sein, das war schon Runde 2. Pro Runde einer mehr. Okay, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Immerhin haben wir in Aberdeen auch bestanden. Zack. So, weg mit dir, Freundchen. Komm. Ey, hallo. Ich hab gekontert, eigentlich. Okay, den habe ich auf keinen Fall gekontert, weil ich mit dem anderen beschäftigt war. Aber kein Problem. So. Ach komm, pack mir den einfach mal. Oder kontern ihn aus und schlagen ihn K.O. Komm. So. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr, sehr gut. Runde 3 war jetzt auch nicht so das Problem. Jetzt kommt ein bisschen größeres Kaliber, wie es aussieht. Den sollten wir aber hoffentlich auch gut hinkriegen. Komm, zack. Ich glaube, ich habe mein Leben fast wieder komplett aufgefüllt durch die ganzen Schläge. Zack, du willst mich packen? Ich packe dich, Freundchen. Oh. Die sind die stärksten, wie es aussieht. Aber ich kann seinen Kompaden kontern und ihn kann ich auch kontern. Also, wenn wir uns nicht zu dumm anstellen, sollten wir das eigentlich schon locker schaffen. Komm, pack mir den und weg mit dir. Oder auch nicht. Zau. Zau, keine Ahnung, was es bedeuten soll. Aber ich habe den erstmal umgebracht. Sehr gut. Runde 3 war auch ganz okay. Also war jetzt schon ein bisschen anspruchsvoll. Mal schauen, ob Runde 4... Schon Runde 5? What the fuck? Okay. Schon Runde 5. Ey, beide haben den Sprungkick gemacht. Hallo? Na gut. Wie es aussieht, hat es mir nichts gebracht, was ich reingemacht habe. Gut, jetzt klappen die Konter richtig gut. Das ist auch wichtig. Denn sonst würde es auch hier durchaus knapp werden. So. Bam. Also jetzt läuft es richtig gut. Zack. Oh, ho, ho, bounce. Der Kampf macht doch auf jeden Fall Spaß. Läuft ziemlich flüssig. Nein, jetzt aber wollte ich kontern, aber dann musste ich Viereck drücken. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Stirb. Sehr gut, damit sind wir jetzt in der letzten Runde. Die sollten wir eigentlich, auch wenn ein paar etwas bessere Kaliber dabei sind, sollten wir eigentlich auch bestehen, wenn wir uns nicht zu blöd anstellen und wenn die Konter-Taste auch kontert, wenn wir sie drücken. Okay, jetzt habe ich sie nicht gedrückt, muss ich zugeben. Jetzt habe ich sie gedrückt und jetzt kontert es auch sehr gut.
Oh, jetzt habe ich wieder nicht gedrückt. Also, komm, zack, sehr schön. Ist mir egal, dass er mich getroffen hat. Hauptsache, ich habe den Fettsack ein bisschen schauen zu gefühlt. Und jetzt habe ich den gekontert, sehr gut. Also, ja, wie ihr seht, sollten wir das eigentlich schon hinkriegen, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle und die Kontertaste immer versagt. Beziehungsweise das Spiel nicht so reagiert, wie es sollte. Wow, 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 also... Komm. Okay, jetzt habe ich vergessen zu kontern. Jetzt habe ich es zu langsam gemacht, jetzt habe ich es richtig gemacht. Okay. Ja, jetzt habe ich es wieder richtig gemacht, sehr gut. So, komm, stirb endlich. Okay, kümmern wir uns erstmal um den... Was war das jetzt für... Wer hat da getroffen? Oh, okay, ich sollte aufpassen. Ich sollte aufpassen. Oder ich sollte ihn kaputt schlagen. Das wäre noch besser. So, und dann den. Zack, zack, zack. Und bam. Und zack, zack. Zack. Stirb endlich, Fetzo. Okay, runter mit dir. Komm bitte. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir nur noch den Fettsack vor uns. Und der ist jetzt auch erledigt. Martial Arts Club gemeistert. Seriously, that's the best you can do. Sehr fein, sehr fein. Wir haben ein bisschen Ansehen wieder erhascht. Das sehen wir doch gerne. Komm, geh wieder rauf. Rauf aufs Mofa. Und jetzt würde ich sagen, ja, die Karte hier öffnen und wir machen mal eine kleine Nebenmission hier wieder. Eskorte. Okay, machen wir mal die Eskorte, mal schauen, wie die so ist. Müssen wir da irgendwie mit einer Frau schlafen? Also es gibt ja diese Escort-Ladies und so. Wahrscheinlich gibt es auch Escort-Boys. Und ja, ne, ich glaube jetzt kaum, dass wir irgendwie mit so einer Dame schlafen müssen. Sondern wir müssen wahrscheinlich eher so irgendwie Bodyguard-Stuff machen. Wofür die harten Kerle halt bekannt sind. Wir sind ein harter Kerl, also Wei Shen ist einer. Und deswegen... Dum di di da da dum di di dum. Ich bin gar nicht so dumm, obwohl das viele wahrscheinlich meinen, aber ich kann mich bei ihnen entschleimen. Was? Tumult? Okay, machen wir erstmal den Tumult hier. Beziehungsweise untersuchen wir den. Was hier los, Jungs? This punk guy is hanging around my shop scaring the customers. Everyone says you're good at dealing with punks like that. Can you make him leave? Ja, wer ist betrunken? Wer ist er betrunken? Der da? Ist das der betrunken? Ich weiß es nicht. Steck mir mal in die Telefonzelle. Würde ich mal sagen. Rein mit dir, Freundchen. My cousin's best friend's dad is a cop. I'll have him arrest you if you don't let me go. Komm hier rein. Wieso geht er nicht rein? Ich will den reinstecken. Na gut, wir haben es geschafft. Was? Ah, hey, hör doch auf. Also ganz ehrlich, das ist doch ein Dreck. Dreck mit... Will you please help me? I'll make it worth your while. What are you doing? Little mare! Okay, wir dürfen... Nein, hallo! Nicht töten! Was soll das? Das wollte ich... Ich hab weder Kreis gedrückt, noch irgendwas anderes. Also hört auf mit dem Scheiß. Okay, komm. Ganz weit weg von irgendwas, was wir... Nein! Okay, weg da. Verpiss dich, Junge. Hast du gehört? Verpiss dich. Kann ich ihn auch loslassen? Okay. So haben wir es endlich erledigt. Jetzt können wir eigentlich die eigentliche Nebenmission machen, die ich eigentlich tun wollte. Und machen wir das einfach mal eigentlich. Können wir das kaputt schlagen? Mal schauen. Nee, sieht nicht danach aus. Ist ja auch egal, palo, malo, chalo, talo.
Spring mir runter. Was ist los? Holy shit, it's way! Wait, Fadila, let's get the others! Hä? Hallo? I look nasty, you okay? Was? Ach, das da. Was? Ich check's nicht. Ah, dort ist es. Nee, was? Was muss ich tun? Muss ich hier rauf? Moment. Oh, tut mir leid, aber... Spiellog. Fluchtfahrzeug finden. Ich verstehe es nicht. Nehmen wir einfach mal rein. Gut, und jetzt? Okay, geht klar. Machen wir mal ganz geschwind. Haben wir es aus wieder eine Waffe. Und die werden wir wohl auch einsetzen, wenn wir sie dann einsetzen müssen. Was jetzt ganz bestimmt auch mal der Fall ist. Komm. So. Sterb, Freundchen. Sterb einfach. So, du auch. Du am besten auch. Aber gesagt. So ist das ein leichtes. What'd you do to piss him off so much? Hallo, antwortest du mir auch mal? Ich hab gesagt, was hast du getan, dass sie Pisses aufhat? So, okay, komm. Wir fahren einfach über den Gehweg, ist ja kein Problem. Die ganze Zeit schön auf die Gegner draufballern. Und dann sind wir hoffentlich mal tot. Komm schon. Okay, rammeln wir sie halt ein bisschen so. Das geht auch. Ist eigentlich, glaube ich, sogar ein. Oh, komm. Komm jetzt. Stirb halt. Gut. Was willst du, Freundchen? Was willst du, habe ich gefragt. Stirb einfach, stirb, so. Und jetzt du? Stirb einfach, stirb, Junge. Gut. Kommt da noch mehr? Natürlich kommt noch mehr. Wie hätte es denn anders sein sollen? So. Weg mit dir. Da kommen ziemlich viele, um ehrlich zu sein. Muss jetzt nicht unbedingt sein, was mich angeht. Was mich betrifft, wie auch immer, stirb einfach! Junge, stirb! Wenn ich es dir doch sage, stirb doch einfach! So. Gut. Es ist nichts gut. Nix ist gut, stirb! So ist fein und wir haben es, glaube ich, geschafft. Steig endlich raus. Ja, steig einfach ins andere Auto durch, beziehungsweise bug dich da durch. Und. Keine neue Stufe erreicht. Schade. Aber mal schauen, ob wir uns jetzt so ein cooles Fahrzeug leisten können. Wo gibt's denn Fahrzeuge? Hier gibt's Fahrzeuge. Gehen wir mal zum Fahrzeugladen. Und schauen, ob es da ein paar Edelkarossen gibt. Die mir auch gefallen. Dann holen wir uns einfach ein neues Fahrzeug und mit dem können wir dann durch die City cruisen und uns begnügen, wie wir denn lustig sind. So, rein da und dort sollte dann der Fahrzeughändler sein. Ist er auch sehr gut. So, mal schauen, vielleicht kaufen wir uns einen Porsche oder was weiß ich. Oder wir befallen ihn einfach. Wieso auch nicht? Hallo? Wegstecken. Nee, nichts runternehmen, sondern wegstecken. So ist gut. Wo ist der Fahrzeugverkäufer? Hallo? Was ist los, Leute? Ich will ein Fahrzeug kaufen. Hier drin vielleicht? Sind die... Haben die Angst vor meiner Waffe? Hallo? Ich will ein Fahrzeug kaufen, hallo?
Knopfverzug gerne abdrücken. Ihr glaubt es gar nicht. Moment. Steigen wir nochmal ein und dann wieder aus. Weil da hat mir also wirklich Angst. Was? Willst du doch nicht etwa... Wieso willst du kämpfen, Junge? Ich hab dir doch nichts getan. Hau ab. Ich will doch nur ein Fahrzeug. Wieso kann ich den nicht packen? Wieso kann ich den nicht packen, verdammt nochmal? So, Bein ist kaputt. Verkaufst du mir jetzt ein Fahrzeug? Ganz ehrlich. Was ist los, Freundchen? Was ist los? Hallo? Tirp! Gib mir ein Fahrzeug, ich will ein Fahrzeug. Okay. Ich glaube, den können wir gar nicht umbringen. Schade eigentlich. Die Kugeln gehen durch ihn hindurch, er ist der wahre Chuck Norris. Na gut, wir müssen das wohl verschieben mit dem Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal, mein lieben Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.